Absolut. Absolut nicht. Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Ein Kollege Wissenschaftler. Ah, Freeman. Glauben Sie, wir sollten uns an die Regierung der Aliens wenden? Halten Sie es für möglich, dass dieser Fehler von den Aliens provoziert wurde? Ja, alles sieht korrekt aus. Na gut, ich bin auf diese Analyse echt gespannt. Sie etwa nicht? Haben Sie die letzte Durchsage verstanden? Denken Sie, was ich denke? Genau, was ich erwartet habe. War ich eine so große Belastung? Konnten Sie den Getränkeautomaten wieder reparieren? Juckt es Ihnen nicht auch in den Fingern, ein paar von diesen Blutproben und das Mikroskop zu bekommen? Heute ist ein großer Tag, Freeman. Schnell, der kritische Punkt wird jeden Moment erreicht. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Also gut, Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Freeman, hören Sie nicht, was ich sage. Klettern Sie rauf und starten Sie bitte die Rotoren. Klettern Sie endlich rauf und starten Sie die Rotoren. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Sagen Sie ihm, dass er vom Zentrum zurücktreten soll. Der Anzug wird ihm nicht viel helfen, wenn er in einen Strahl reinläuft. Transmitterphase 2, Aktivierung, jetzt. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Standardeingabe für ein nicht dem Standard entsprechendes Material. Also los, Freeman, schieben Sie den Behälter in den Analyseschacht. Hochkondensatoren bei 105%. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe da eine kleine Abweichung in... Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Sequenz läuft weiter. Kein Grund zur Sorge, Freeman. Alles okay. Machen Sie weiter. Was macht er da drin? Holt ihn da raus. Maschinen sofort runterfahren. Los, holt ihn schon da raus. Maschinen werden runtergefahren. Das heißt, ich versuche, die Maschinen runterzufahren. Das Ding will nicht. Das will nicht runterfahren. Freeman, weg von den Strahlen. Er hat zu lange gewartet. Das können wir nicht abriegeln. Test, Test, Test. Scheint alles in Ordnung zu sein. Gehen Sie da weg, Freeman. Ich erwarte eine wichtige Nachricht. Guten Morgen, Freeman. Guten Morgen, Freeman. Oh, Sie sind das. Ich dachte, es wäre schon wieder einer von diesen Verwaltungsfritzen. Treiben sich hier heute Morgen einfach überall herum. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Aber ich habe einfach ein ungutes Gefühl mit. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Lassen wir ihn doch endlich reingehen. Ich habe euch schon 100-mal gesagt, dass ich dagegen bin, die Geräte über die Höchstbelastungsgrenze hinaus zu belasten. Die Probe wurde gerade im Testraum abgeliefert. Nein, bleiben Sie zurück, Freeman! Ah, ei! Warum haben Sie bloß nicht auf mich gehört? Wir haben versucht, Sie zu warnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Resonanzkaskade sehen würde und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Freeman, Sie leben noch. Dem Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ich habe Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Seien Sie vorsichtig, Freeman. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren. Los, raus da! Nehmen Sie die Beine in die Hand! Seien Sie kein Narr! Nein! Stehen Sie doch nicht einfach da so rum, nehmen Sie die Waffe und erschießen Sie das Ding! Ich kann nicht mehr... viel länger. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Wenn Sie es schaffen, den Aufzugsschacht raufzuklettern, sollten Sie es bis ganz nach oben schaffen. Versuchen Sie, Hilfe zu schicken.
und lassen Sie die Welt wissen, was passiert ist. Freeman! Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das waren, hätte ich Sie reingelassen. Alle versuchen, zur Oberfläche zu kommen, aber ich glaube, das ist falsch. Sie sollten lieber hier unten bleiben. Irgendjemand wird schon vorbeikommen und uns retten. Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Nehmt mich mit! Ich bin der Einzige, der alles weiß! Endlich gerettet! Endlich gerettet! Dem Himmel sei Dank, dass endlich jemand kommt! Um Himmels Willen, nun öffnen Sie schon die Silotür! Die sind uns auf der Spur, das ist der einzige Ausweg für uns! Oh mein Gott! Wir sitzen in der Falle! Nicht schießen! Ich gehöre zum Wissenschaftlerteam! Dem Himmel sei Dank, dass endlich jemand kommt! Ist da jemand? Ich kann absolut nichts sehen! Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg, wenn sich die Situation dramatisch verbessert hat. Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Ausgezeichnet! Jemand hat die Energie wieder voll hergestellt. Jetzt kriegen wir die Maschine in 0, nichts wieder ans Laufen. Ich hoffe, dass niemand erwartet, dass ich den Generator starte. Smithers ist runtergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Los, Raketentriebwerk abfeuern! Vernichten Sie das verdammte Ding, bevor es noch größer wird! Nein. Nein, nehmt das Ding weg! Nehmt das Ding weg! Habt ihr das gehört? Sie bringen Wissenschaftler um. Unsere eigenen Leute wenden sich gegen uns. Ich glaube, ich bleibe lieber hier und warte ab, wie die Kreaturen reagieren. Typisch Regierung. Unter Abriegelung verstehen die lediglich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Ihrem Schutzanzug nach zu urteilen, würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun hatten. Habe ich recht? Hören Sie, wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, dann ist es das Wissenschaftlerteam im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß daher nicht, wie sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten Sie vielleicht durch die alten Tunnels schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben, falls da überhaupt noch jemand am Leben ist. Den Leuten da können Sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Haben Sie es gesehen? Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgeschwommen ist. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr, aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen es aber gerne ausprobieren. Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Das Wissenschaftlerteam hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Das Militär aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgeräten. Aber das ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Da drin ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Finger weg, das ist ein Prototyp. Es ist viel zu unzuverlässig, hat die Tendenz zu überladen. Wenn Sie uns alle hier sterben lassen, Freeman, kommen Sie hier niemals raus. Das ist nicht unsere Schuld, das können Sie mir glauben. Die Natur hat sie gemacht. Wir haben sie nur studiert. Gut, ich lasse Sie raus, aber ich warne Sie. Da draußen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass Sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen. Falls Sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen Sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass Sie auf dem Weg sind. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Sie müssen aber zuerst die Medieeinheit abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat es nicht wieder bis hierher zurückgeschafft. Holen Sie uns hier raus, bevor diese blutgierigen Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Ein Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Sind Sie nicht auf dem Weg zum Lambda-Komplex? Ich wollte ursprünglich selbst dahin, aber dann bin ich hier gelandet und habe, einfach die Nerven verloren. Werfen Sie mal einen Blick durch die Tür da, dann wissen Sie, was ich meine. Ich werde hier ganz einfach warten, bis die Katastrophe vorüber ist. Und, Mr. Freeman, tun Sie mir einen Gefallen. Seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Danke, Mr. Freeman. Sie sind doch Gordon Freeman, den Sie im Lambda-Komplex erwarten? Wenn Sie es schaffen, an dem Riesenvieh auf dem Landeplatz vorbeizuschleichen und durch die Bunkertür da zu kommen, sind Sie quasi schon im Lambda-Komplex selber. Tut mir leid, diese Türen öffnen sich erst, wenn wir Ihnen das Signal für alles klargeben. Würde ich ja liebend gerne tun, aber mein Sender hat das Bombardement leider nicht überlebt. Die Kabel wurden durchtrennt.
Wir müssten den Sender jetzt manuell ausrichten und ich empfange hohe Strahlungswerte aus der Transmitterhalle. Da würde nur jemand reingehen, der entweder verrückt oder lebensmüde ist. Tja, in dem Anzug da könnten sie überleben. Na gut, ich werde die Sicherheitsstufe für den Lift zum Satellitenzugang heruntersetzen. Dann können sie rauf in die Senderhalle. Ich werde versuchen, ihnen über das Intercom zu helfen. Freeman, Sie müssen schnell arbeiten. Stellen Sie den Sender auf die USNRC ein. Ich wiederhole, stellen Sie den Sender auf die USNRC ein. Ausgezeichnet. Ich sende das Alles-Klar-Signal. Dann müssten die Türen eigentlich aufgehen. Wir treffen uns dann unten. Psst, hier drüben. Freeman, endlich haben Sie uns gefunden. Waren Sie auch bei der Waffenforschung? Ich habe das Gluonengewehr entwickelt, aber ich bringe es einfach nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Sie sehen aus, als hätten Sie da weniger Probleme. Wie ich sehe, haben Sie das Gluon-Gewehr gefunden. Ich hoffe, es leistet Ihnen bessere Dienste als mir. Ich habe das Ding entwickelt, aber ich bringe es nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Das hier ist das Versorgungsdepot für unser erstes Forschungsteam. Auf der Grenzwelt wurden damals etliche hübsche Proben eingesammelt und hierher zurückgebracht. Das heißt, bis die Mitglieder des Forschungsteams selbst eingesammelt wurden. Wir vermuten, dass es da drüben ein riesiges Portal gibt, das durch die intensive Konzentration eines einzelnen mächtigen Wesens entstand. Sie werden es sofort erkennen, wenn Sie es sehen. Ich sage das äußerst ungern, Freeman, aber Sie müssen es unbedingt vernichten. Natürlich sind Sie uns nichts schuldig, Mr. Freeman, aber Sie haben es doch schon so weit geschafft. Sie wissen genauso viel über diese Kreaturen wie wir oder sonst jemand. Tja, also, wenn Sie bereit sind, mein Kollege erwartet Sie an der Hauptsteuerung des Portals. Er wird die Tore für Sie öffnen, Mr. Freeman. Bitte beeilen Sie sich. Freeman, stimmt's? Sie müssen beide Pumpen aktivieren, um den Reaktor zu überfluten. Über die Röhre da unten kommen Sie dann zum Kern. Die Zeit ist knapp. Freeman, Sie Idiot! Los, Tempo, Freeman! Ich kann das Ding nicht ewig offen halten. Trödeln Sie nicht rum, Mr. Freeman. Sie haben die Pumpen eingeschaltet. Jetzt ab zur Zugangsröhre. Fluten Sie den Kern und dann sofort rauf zu den Labors. Das hier, Mr. Freeman, ist ein Modul für weite Sprünge. Es wurde exklusiv für die Benutzung in der Welt da drüben entwickelt. Ich kann nur hoffen, dass Sie für lange Sprünge ausgebildet wurden. Denn wenn Sie erst einmal in Xen sind, dann werden Sie dieses Training bitter nötig haben. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie diese Fortbewegungsart auf jeden Fall üben, bevor Sie hinübergehen. Noch nicht, Freeman! Alles klar, ich kann das Portal jetzt öffnen. Der Vorgang ist kompliziert und sobald der Prozess begonnen hat, darf ich auf keinen Fall mehr gestört werden. Andernfalls muss ich nochmals ganz von vorn anfangen. Betreten Sie den Strahl erst, wenn ich Ihnen das Zeichen dazu gebe. Verstanden? Ich fange jetzt an. Alles bereit. Gehen Sie. Jetzt! Wir sind fast fertig, Freeman. Stellen Sie sich in Position. Freeman! Wie schön, Sie zu sehen! Wir haben Ihre Fortschritte verfolgt. Ich bin hier geblieben, um Sie in den Reaktorkomplex reinzulassen. Sie werden mich brauchen, um den Retina-Scanner zu aktivieren. Es tut mir wirklich leid, Mr. Freeman, aber ich konnte die Tür erst öffnen, nachdem ich sicher war, dass Sie das Gebiet gründlich gesäubert hatten. Das hier ist der letzte Eingang in den Lambda-Komplex. Alle anderen Zugänge wurden versiegelt, um die Invasion einzugrenzen. Als uns klar wurde, dass Sie es tatsächlich bis hierher schaffen könnten, haben wir Streichhölzchen gezogen, um festzulegen, wer hier bleiben musste, um Sie reinzulassen. Wie Sie sehen, habe ich verloren. Meine Kollegen warten oben auf dem Lambda-Reaktor. Auf Sie, klar. Zurzeit ist der Reaktor heruntergefahren, aber auf Ihrem Weg nach oben können Sie ihn ja aktivieren. Den Kern müssen Sie sowieso fluten, um in die Teleporter-Labors zu gelangen. Sie sind natürlich nicht berechtigt, darüber auch nur das Geringste zu wissen. Aber wie ich sehe, wissen Sie ohnehin schon über sehr viel mehr Bescheid, als Sie eigentlich sollten. Hallo, Freeman, ich bin hier oben. Trainieren Sie weite Sprünge, wenn das Ihrer Meinung nach unbedingt nötig ist, aber beeilen Sie sich bitte. Das ist nicht Ihr Ernst. Schlimmer kann's ja wohl nicht mehr kommen. Vielmehr kann ich davon nicht vertragen. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen wegen des exponentiellen Kaskadenszenarios, über das wir gesprochen haben? Sollten wir nicht vielleicht versuchen, so eine Kreatur zu fangen? Behaupten Sie jetzt immer noch, die Chaos-Theorie entbehre jeglicher Grundlage? Sind Sie sicher, dass Sie die IG-Dämpfungsglieder überprüft haben? Damit liegen Sie völlig daneben. Das Abriegelungssystem scheint komplett versagt zu haben. Sind Sie hundertprozentig sicher, dass Ihre Theorie hier stimmt? Was meinen Sie? Sollten wir uns nicht die Zeit nehmen und eine weitere Kalibrierung durchführen? Haben Sie das gehört? Wollen Sie allen Ernstes behaupten, alle diese Wesen wären nur hier, um uns zum Mittagessen zu verspeisen? Da stimme ich nicht zu. Nein, gehen Sie nicht in diese Richtung. Ich weiß wirklich nicht so recht. Nein! Ich will nicht sterben. Wissen Sie, wer die ganzen Donuts hier aufgegessen hat? Riechen Sie, was ich rieche?
Ob wir jemals wieder hier rauskommen? Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Verzeihung, Freeman. Ist das nicht alles hochgradig faszinierend? Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Schon gut, Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Freeman! Freeman, wer hätte gedacht, dass Sie noch am Leben sind? Ich kann nur hoffen, dass die Ersatzsysteme für die Fusionsschaltung heute gut in Form sind. Alles, was ich will, ist hier lebendig wieder rauszukommen. Ich muss hier raus! Das dürfte eine interessante wissenschaftliche Abhandlung abgeben. Meinen Sie nicht auch? Oh, schön, Sie zu sehen. Ich muss hier raus. Hallo, hallo! Diese Krebswesen verfolgen eine einzigartige parasitäre Strategie, finden Sie nicht auch? Ich schaue mal nach dieser Wunde, ja? Damit sollte es Ihnen besser gehen. Bitte erlauben Sie mir, mich um diese Wunde zu kümmern. Ich kann Ihnen etwas gegen die Schmerzen geben. Keine Sorge, ich bin Arzt. Haben Sie etwas gehört? Hallo, hallo! Ah, hallo, Freeman! Schön, Sie zu sehen. Sie arbeiten im Labor für anomale Materie. Ja, ich erkenne Sie wieder. Hallo da. Jetzt hat doch schon wieder jemand meine Brille versteckt. Stillhalten, das tut kein bisschen weh. Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Also, ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Hat sonst noch jemand Hunger? Glaube ich zumindest. Glaube ich eher nicht. Ich höre da was. Ich werde warten. Ich werde genau hier warten. Und noch eine weitere Spezies in voller Aktion gefunden. Ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Da bin ich ganz sicher. Das ist nicht aussagekräftig. Ah, Freeman! Wie ich sehe, stecken Sie auch in diesem Schlamassel. Das habe ich alles vorausgesagt. Wissen Sie, einfach alles. Ich bleibe hier. Ich glaube, ich bin verletzt, aber ich kann weitergehen. Also, wenn ich das so sagen darf, ich bin ziemlich schwer verletzt. Ich glaube, ich mache bald schlapp. Haben Sie mich das nicht gerade schon mal gefragt? Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Landerlabor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Gehen Sie vor. Was? Sie lassen mich hier? Ich möchte Ihnen doch helfen. Also, dann los. Versuchen wir das hier mal. Warten Sie eine Minute, dann lasse ich Sie rein. Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen. Würden Sie freundlicherweise Ihre Stimme etwas senken? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass unser Glück sich wendet. Stimmen Sie mir da nicht zu? Das ist doch verrückt. Ich mache, dass ich wegkomme. Für ein paar Stunden Schlaf würde ich meine rechte Gehirnhälfte hergeben. Faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Ah, Sie haben einen der neuen Schutzanzüge. Das könnte sich als nützlich erweisen. Irgendeine Ahnung, wo die neue Probe herkommt? Darüber bestehen bei mir absolut keine Zweifel. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Ich könnte nicht einmal eine vernünftige Vermutung abgeben. Sie haben keine Ahnung, was hier los ist, stimmt's? Nein, nein, nein. Bitte. Ich bin mir nicht sicher. So gefährlich kann die Alien-Spezies doch gar nicht sein, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe nur, dieser Geruch stammt nicht von Ihnen. Natürlich. Natürlich nicht. Okay, dann mal raus hier. Okay, aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Psst, hier drüben. Wahnsinn. Man schaue sich nur mal diese merkwürdigen Zeichen an. Merkwürdiger Geruch. Diese Analyse wird heute einfach perfekt durchgezogen, nicht wahr? Vielleicht? Definitiv. Ich kann Ihnen ein paar wertvolle Sachen besorgen, wenn Sie mich beschützen. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir zur Abwechslung mal ein paar saubere Werte erhalten würden? Glauben Sie nicht, dass wir diese resonanzdämpfenden Faktoren noch einmal durchrechnen sollten? Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen. Wissen Sie, manchmal wiederholen Sie sich ganz schön. Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Ganz bestimmt wird jemand kommen und uns retten. Machen Sie sich nicht lächerlich. Richtig. Sind Sie sicher, dass das der richtige Weg ist? Diese Aufräumaktion des Militärs ist doch bestimmt nur ein paranoides Gerücht oder etwa nicht? Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. 21, 22, 23, 24, 25. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Ich will jetzt nicht gestört werden. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Oh nein! Ach du meine Güte! Au! Oh Gott, du meine Güte. Nein! Zurück! Au! Au! Nein! Stopp! Nein! 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 Stopp! Nein!
Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Nein! Stopp! Stopp! Nein! Toll, noch ein Kopfkrebs. Haben Sie meine Kaffeetasse gesehen? Das dürfte unsere aufgeblasenen Vereinigungsjungs ganz schön aufscheuchen, was? Also, wo habe ich bloß schon wieder die Anleitung für die Abschaltsequenz hingelegt? Halten Sie den Mund! Halten Sie den Mund! Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Ich halte Sie auf, nicht wahr? Riechen Sie auch den Brandgeruch? Sie bekommen doch nicht etwa schon wieder Skrupel wegen dieser Ethik-Sache, oder? Ich finde, hier riecht irgendetwas ziemlich faul. Tut mir leid, ich gehe jetzt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Haben Sie heute schon Ihren Statusbericht in der Verwaltung abgegeben? Was ist das für ein Gestank? Also, ich finde das ziemlich stimulierend, Sie etwa nicht? Weiter gehe ich nicht. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiterzugehen. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Stellen Sie nicht immer dieselbe Frage. Nicht angreifen, das ist ein Freund. Erinnern Sie sich noch an irgendeine von diesen Notfallüberlebensprozeduren? Das ist komisch. In der Theorie. Das sollte helfen. Heute wurden doch alle Deplatzierungsmodulatoren nochmal genau ausgerichtet, oder nicht? Sind Sie schon wieder bei diesen Tunnelnetzberechnungen angekommen? Mein Doktorgrad nützt mir heute auch nicht gerade sehr viel, hä? Hier ist was, das Sie sich ansehen sollten. Was meinen Sie? Sollen wir hier ein bisschen warten? Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Dieses Geräusch. Was ist das? Also, haben Sie eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Mein Gott, was tun Sie da? Wer sind Sie? Ich warte hier schon eine kleine Ewigkeit, dass endlich mal jemand vorbeikommt. Wer kann das schon sagen? Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Was fragen Sie mich? Warum lassen Sie mich hier? Warum lassen Sie mich hier? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, also dann los. Ja, gut. Sind Sie verrückt? Stellen Sie sofort den Angriff ein. Sie sehen schrecklich aus. Sie sehen schrecklich aus. Sie sehen so aus, als ob Sie sofort medizinische Betreuung brauchen. Oh, Sie sind ja verletzt. Mich umzubringen hat in dieser Situation doch nicht den geringsten Zweck. Hallo, Sie sind ein Corporal, stimmt's? Hey, Soldat, ich hoffe, Sie bringen diesen Mist hier in Ordnung. Oh nein, Sie sind einer von denen. Können wir uns nicht einfach vertragen? Für ein paar Stunden Schlaf würde ich meine rechte Gehirnhälfte hergeben. 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, Sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten Ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ich glaube, ich habe in der Nähe, wo ich Sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können Sie hingehen und um Hilfe funken. Ich fürchte, diese Männer schaffen es nicht. Ich kann nur hoffen, dass Ihnen mehr Glück beschieden ist, oder keiner von uns wird das hier lebend überstehen. Haben Sie jemals eine so fantastische Spezies gesehen? Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts völlig kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussehen wird? Nein, aber ein Freund von mir, ich weiß es nicht.
Diese Spezies habe ich noch nie gesehen. Sie müssen mir glauben. Freeman könnte überall sein. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten mit dem Befehl, dieses Institut zum Schweigen zu bringen oder diese üblen Aliens. Als die Kämpfe begannen, habe ich mich hier versteckt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da oben überlebt hat. Legen Sie das Ding hin. Warum müsst ihr Sicherheitsleute nur immer mit unseren Prototypen rumspielen? Vorsicht! Nein, nicht schon wieder. Ich fürchte, ich habe mich hier selbst eingeschlossen, um diesen Bestien zu entgehen. Würden Sie wohl mal freundlicherweise diesen Transporter bedienen? Vielen Dank, dass Sie mich befreit haben. Ich kann Ihnen Zutritt zu allen verschlossenen Bereichen dieses Labors ermöglichen. Ach ja, Walter. Wir haben es endlich geschafft, eines dieser Muschelwesen von der Stelle zu lösen, an der es herangereift ist. Genau wie zuvor konnten wir die Kreatur nur dazu bringen, sich an organischem Material festzusetzen. Blöderweise haben mich die Verwaltungsfritzen heute Morgen für ein wichtiges Experiment ins Labor für anomale Materie runterbeordert. Ich habe also keine Zeit mehr, meine Analyse zu vertiefen. Nimm das Versuchsexemplar Nummer 1176 und schreib alles auf, was du noch finden kannst. Bitte, nicht schießen! Ein Soldat! Endlich! Ich bin gerettet. Wird auch langsam Zeit. Wir bezahlen euch doch nicht, damit ihr euch einen schönen Tag macht. Bringen Sie das in Ordnung, damit wir diesen Tag endlich abhaken können. Das sind wahrscheinlich wieder diese Leute von der anormalen Materie. Sie knechten ihre Ausrüstung, bis wer weiß, was passiert. Es würde mich wundern, wenn auch nur einer mit etwas Hirn dabei wäre. Stehen Sie doch nicht einfach so darum. Tun Sie etwas. Na natürlich, der Entwässerungskanal. Ich glaube, er endet irgendwo in der Nähe des Frachtlagers. Wenn wir Glück haben, kommen wir da aus der Anlage raus. Kalun, wie haben Sie eigentlich das Schloss geknackt? Ach, ist ja auch egal. Der einzige andere Weg hier raus ist der Kanal. Wenn Sie es bis zur Oberfläche schaffen, sagen Sie keinem, dass ich hier unten bin. Ich glaube, die werden versuchen, uns alle zu töten. Jetzt aber raus hier. Sie sollten längst im Kanal sein. Nein, zu spät. Ich kann es nicht. Ich kann nicht. Wir werden es nicht schaffen. Lassen Sie mich bitte allein. Ich will nicht, dass Sie uns hören. Wenn Sie entkommen wollen, gehen Sie durch den Kanal. Gott sei Dank, ein Wachmann. Gott sei Dank, jemand mit einer Waffe. Es ist schön, endlich eine andere menschliche Seele zu sehen. Können Sie mir helfen, hier rauszukommen? Ausgezeichnet, jemand, der weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Oh Gott, für einen Moment habe ich geglaubt, Sie wären einer von denen. Wenn Sie auf die Bahn nach Sektor G warten, sind Sie vielleicht schneller dort, wenn Sie laufen. Ich habe gehört, dass es bei allen Bahnen in diesem Teil der Anlage Probleme gibt. Sie scheinen wirklich jemand zu sein, dem man trauen kann. Ich denke, ein Wachmann dürfte wohl wissen, was er tut. Also dann los. Ich bin direkt hinter Ihnen. Tja, wenn Sie glauben, dass ich helfen kann. Oh, mein Kopf. Das sieht aus wie... Oh, mein Gott. Hier ist irgendetwas faul. Ich hoffe, der Feldgenerator hatte keinen... Gott sei Dank, Sie haben es geschafft. Ich hatte schon befürchtet, dass im letzten Moment eine Fehlfunktion aufgetreten wäre und Sie in einen unendlichen harmonischen Reflux geraten wären. In dem Fall können Sie von Glück sagen, dass Sie jetzt hier sind. Naja, wir hatten alle Glück. Dank Ihnen konnten wir diese wahnwitzige Idee wirklich in die Tat umsetzen. Wir haben es geschafft, Mr. Kalun. Wir haben es geschafft. Lassen Sie mich bitte allein, meine Arbeit ist sehr wichtig. Sollten Sie sich nicht um Ihre eigene Arbeit kümmern? Entschuldigen Sie, aber ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Haben Sie nichts Wichtigeres zu tun, als mich von der Arbeit abzuhalten? Warum müsst ihr Wachleute uns eigentlich ständig belästigen? Sollten Sie jetzt nicht lieber irgendwas bewachen? Sollten Sie nicht eigentlich ein paar Stullen und Kaffeetassen bewachen? Reißen Sie sich zusammen. Wenn wir die Energiezellen nicht aufladen können, kommen wir hier niemals raus. Los, raus hier! Ich schaff das schon! Ich hatte gehofft, dass Sie kommen. Sie müssen diese Energiezelle aufladen und zurück zu Dr. Rosenberg bringen. Ich würde Ihnen ja helfen, aber mich hat's ziemlich übel erwischt. Sie können die Energiezelle wahrscheinlich durch den Zaun in die Ladestation hinter mir schieben. Ich versuch mal, Platz zu machen. Ah! Oh, diese Dinger, sie sind überall. Wir müssen hier raus. Achtung! Ah, ah, ah. Ich komme nicht an meine Dateien heran, meine Mail kann ich auch nicht beantworten, ich komme nicht mal in mein Büro. Zeit? Ich habe keine Zeit mehr. Wenn ich meinen Bericht nicht innerhalb der nächsten Stunde bei der Verwaltung abgebe, ist mein Job in Gefahr. Ich werde dafür sorgen, dass meiner nicht der einzige ist. Lassen Sie mich bitte allein. Wir konnten ein paar der anderen noch übrig gebliebenen Wissenschaftler kontaktieren. Wenn wir Glück haben, schaffen es ein paar von Ihnen bis hierher.
Wir hätten lieber den Lambda-Reaktor zur Flucht gewählt, aber die Leute dort wollen unbedingt gegen die Kreaturen kämpfen. Sie setzen alle Hoffnungen auf jemanden namens Freeman. Sollen diese Idioten doch versuchen, einen Kampf auszufechten, den sie nicht gewinnen können. Ich will hier nur rauskommen. Dr. Rosenberg, ich bin ja so froh, dass Sie es geschafft haben. Wir konnten ein paar der größeren Teile zusammenbauen, aber Sie müssen den Rest der Konstruktion überwachen. Nachdem wir ein Teleporterfeld stabil erzeugen konnten, standen wir schon vor den nächsten Problemen. Wissen Sie, Mr. Calhoun, Teleportation ist nicht so einfach wie geh von A nach B. Wir haben eine merkwürdige Grenzwelt entdeckt, die irgendwie Teil des Prozesses war. Wir konnten daher nie mit Sicherheit vorhersagen, wohin uns eine Teleportation zurück auf die Erde bringen würde. Einige der vielversprechenderen Forschungsversuche führten zu einem Gerät, das mit den eigenartigen Kristallstrukturen verbunden werden konnte, die wir in dieser Grenzwelt gefunden hatten. Dieses Gerät konnte dann als Fokussierpunkt und Relais genutzt werden, um bei der Teleportation zu helfen. Naja, theoretisch zumindest. Kurz nachdem das Gerät installiert war, brach der Kontakt zur Forschungsgruppe ab. Wir haben später andere Methoden zur Steuerung der Felder entwickelt, aber die Ausrüstung in diesem Labor benutzt noch die alte Technologie. Und damit wir hier lebend rauskommen, muss jemand in die Grenzwelt reisen, um das Gerät zu aktivieren. Ich fürchte, Sie sind der Einzige, der dafür in Frage kommt. Alle anderen werden gebraucht, um die Anlage zu steuern. Wir sollten Sie ziemlich nah an die Stelle bringen können, an der sich das Forschungsteam befand. Ich fürchte jedoch, dass dort höchstwahrscheinlich mit Außerirdischen zu rechnen ist. Also Vorsicht. Nein, tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg, aber Sie werden mir doch trotzdem helfen, oder? Tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg. Ich bin nicht Dr. Rosenberg. Okay, ich warte hier draußen und halte die Augen offen. Hilfe! Lasst uns hier raus! Hallo? Kann mich jemand hören? Danke für Ihre Hilfe. Aber ich fürchte, dass diese Bastarde schon ganze Arbeit geleistet haben. Wenn Sie glauben, dass Sie vom Frachtlager aus entkommen können, vergessen Sie es besser. Das Militär schnappt sich alles, was sich bewegt, und bringt es entweder gleich um oder nach oben zum Verhör. So viel zum Thema Rettung. Ein Kollege und ich hatten unseren eigenen Fluchtplan und waren schon unterwegs zu den alten Prototyp-Laboren, als sie uns geschnappt haben. Hören Sie, wenn Sie hier lebend herauskommen wollen, kann Ihnen nur noch mein Freund helfen. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als ihn die Soldaten zur Oberfläche gebracht haben. Immerhin war er da noch am Leben. Er ist der Einzige, der das notwendige Wissen hat, damit unser Plan funktionieren kann. Wenn Sie es an den Soldaten vorbeischaffen, suchen Sie Dr. Rosenberg. Mit ihm zusammen haben Sie eine Chance, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Ich glaube, da wartet ein Experiment auf einen Assistenten. Wo bin ich? Ich muss hier raus. Sie da mit dem Aktenkoffer. Sie müssen mich hier rausholen. Hallo, wo gehen Sie hin? Hallo, bitte. Hallo, Freeman, ich bin hier oben. Schnell doch. Wissen Sie, das erinnert mich irgendwie an damals, als ich mit dem Weltraumprogramm zu tun hatte. Es gab da einen Zwischenfall mit einem der Schimpansen. Dr. Cross, Dr. Green, könnte ich vielleicht ein eigenes Brecheisen bekommen? Oder vielleicht ein automatisches Gewehr? Guten Morgen. Sie werden schon im Kontrollraum erwartet. Hallo. Sieht so aus, als wären Ihre Daten bei dem Systemabsturz heute Morgen verloren gegangen. Keine Sorge, ich kann Sie an dieser Station wieder neu registrieren. Stellen Sie sich nacheinander in die Kabine, dann beginne ich mit der Prozedur. Eine nach der anderen, bitte. Stehen Sie bitte still während der Prozedur. Keine Sorge, Dr. Cross, das wird nur einen Augenblick dauern. Bitte halten Sie still, während ich Sie scanne, um Sie für die Sicherheitsdatenbank neu zu registrieren. Das ist im Handumdrehen passiert, Dr. Green. Wir möchten, dass Sie das Antimaterie-Spektrometer in Gang setzen und auf 80% bringen. Wenn Sie so freundlich wären, die Probe in den Aufzug zu schieben, könnten wir mit dem Experiment beginnen. Sie müssen den Wagen mit der Probe in den Aufzug schieben, damit das Experiment beginnen kann. Interessant. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wissen Sie, theoretisch ist das unmöglich. Moment, da klemmt wohl irgendwas. Schauen Sie mal nach, ob irgendwas im Testraum unten die Aufzugmechanik blockiert. Ich werde weiter versuchen, den Aufzug von hier aus in Bewegung zu setzen. Okay. Ah, ausgezeichnet. Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Und wir können in Kürze mit dem Experiment beginnen. Ich werde die Lautsprecher eingeschaltet lassen, damit Sie hören können, was oben geschieht. Alles bereit. Die Sekundärmagnetlademodule sind aktiv und funktionieren einwandfrei. Es schaltet nicht ab. Kann mich jemand hören? Ich wiederhole. Hier ist das Lambda-Labor. Kann mich jemand hören? Ah, Doktor, schön, Ihre Stimme zu hören. Wir haben schon eine ganze Weile versucht, die zentrale Wachstation zu kontaktieren. Wir versuchen, den Zustrom der Außerirdischen zu stoppen, aber irgendetwas hindert uns daran. Irgendeine Energie von der anderen Seite scheint den Dimensionsriss gewaltsam offen zu halten.
Unsere Sensoren befinden sich zu nah an der Anomalie, um uns eindeutige Werte über den Riss zu liefern. Wir müssen den Omega-Satelliten benutzen. Wir haben versucht, die Trägerrakete zu starten, aber die Soldaten scheinen die Startsequenz deaktiviert zu haben. Ich weiß. Wir hoffen, dass Gordon Freeman den Start vornehmen kann. Nach einer Notabschaltung ist ein Start aber erst möglich, wenn das Freigabesignal an das Black Mesa Luftverkehrssystem durchgegeben wurde. Wir haben keinen Zugang, weder zum Code noch zum Luftverkehrssystem, aber wir glauben, dass sich der Code im Hochsicherheitsdatenraum befindet, der ganz in ihrer Nähe liegt. Der Computer für die Luftkontrolle befindet sich auf dem Flugplatz direkt über dem zentralen Transitkreuz. Vielen Dank. Wir haben hier zwar jede Menge zu tun, aber wir bleiben in Verbindung. Unsere Sensoren befinden sich zu nah bei der Anomalie, um uns eindeutige Werte über den Riss zu liefern. Wir müssen den Omega-Satelliten benutzen. Die Kommunikationseinrichtung des Satelliten ist aber durch eine Notabschaltung deaktiviert worden. Um sie zu aktivieren, muss der Freigabecode in den Computer der Luftkontrolle eingegeben werden. Er befindet sich beim Flugplatz direkt oberhalb des zentralen Transitkreuzes. Ich kenne nur die Identifikationsnummer für Gordons Schutzanzug, sonst keine. Können Sie mich nicht einfach gehen lassen? Wissenschaftler, ich bin gerettet. Ach du meine Güte. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, aber für Gordon könnte es zu spät sein. Die Militärs haben seine Position ziemlich genau geortet. Vielleicht könnten sie diese Ortungsgeräte zerstören, bevor Gordon ihnen in die Arme läuft. Er ist unsere einzige Hoffnung. Hallo? Es ist kein Wunder, dass es einer Wissenschaftlerkollegin gelungen ist, vor diesem verdammten Soldaten durch die Deckenluke zu entkommen. Sie waren hinter mir her, deshalb habe ich mich hier drin eingeschlossen, aber das dürfte nicht viel nützen. Es ist aber noch nicht zu spät für Sie. Schnappen Sie sich eine dieser Militärwaffen und versuchen Sie, den Hubschrauber vom Himmel zu holen. Das wird zumindest Ihre Verstärkung aufhalten. Das sieht mir ziemlich gefährlich aus. Ich bleibe hier. Ich mache mir ziemliche Sorgen wegen dieser Kraftfeldbarrieren, Gordon. Was ist, wenn der Strom ausfällt? Ah, hallo, meine Damen. Schön, Sie zu sehen. Ich glaube, ich kann helfen. Was? Nein, das ist doch einfach idiotisch. Hat Dr. Keller nicht nach Ihnen gesucht? Wissen Sie vielleicht, was genau mit COSO gemeint ist? Können Sie lesen, was auf meinem Namensschild steht? Überhaupt, diese Grafik ist viel hübscher. Mal ehrlich, ich meine, sehen Sie mich doch an. Ich kann nicht einmal mehr auf etwas zeigen. Tut mir leid, ich hatte die Augen geschlossen. Diese neuen Augenlider sind einfach toll. Hey, hey! Also gut. Welcher von euch Typen hat mich hier eingeschlossen? Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Gorman. Was? Es heißt Gordon. Mann, oh Mann. Wenn man noch nicht einmal den Namen des Helden richtig auf die Reihe kriegt. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Tut mir leid, wirklich. Können wir das nochmal machen? Phase zurücksetzen, bitte. Im Ernst jetzt? Das wird langsam ziemlich lästig. Irgendeine Ahnung, wofür diese Knöpfe da sind? Keinen Schimmer. Tun wir einfach so, als wäre es was Wichtiges. Ah, Gorman, da sind Sie ja. Verdammt, fangen wir nochmal an. Leute, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Es ist ganz schön anstrengend, durch dieses Ding zu atmen. Ich brauche eine Pause. Hallo, hallo, komm schon, Jungs. Guten Morgen, Gorman. Mist. Dass mir das bloß niemand Gabe sagt, okay? Ehrlich, langsam habe ich das Gefühl, das hier ist ein Casting. Partikelmann, Partikelmann, was tut er da nur dem Partikel an? Wie kommt er da ran? Ist unwichtig dann, Partikelmann, dumdi-dan, dumdi-dan. Könnte es sein, dass ich Ihr Parfüm durch den Anzug rieche? Haben Sie noch nie davon gehört, dass man zu mehreren sicherer ist? Hilfe! Sie ist durchgedreht! Und ich will Ihnen noch etwas sagen. Ich habe in meinem Leben schon oft sowas gesehen und dieser Kerl ist nicht echt. Da bin ich mir absolut sicher. Sie mögen das ja lustig finden, aber ich ziehe lange Spaziergänge an Sandstränden bei Sonnenuntergang vor. Dieser Geruch ist interessant. Sie könnten uns doch wenigstens unterschiedliche Krawatten tragen lassen. Diese Uniformpolitik verstehe ich wirklich nicht. Ach du meine Güte, warum funktionieren diese Sensoren nicht? Ich frage mich, ob die für den heutigen Testlauf gebraucht werden. Sehr interessant. Ah, guten Morgen, Gordon. Willkommen in der Black Mesa Trainingsanlage. Heute Morgen herrscht ein gewisses Durcheinander, aber die Software der Trainingsgeräte sollte eigentlich einsatzbereit sein. Bitte hören Sie genau zu. Wir haben noch ein bisschen Papierkram zu erledigen, bevor wir anfangen. Oh, wie ich sehe, haben Sie die Verzichtserklärung schon unterschrieben. Ich, Gordon Freeman, erkläre mich hiermit mit den folgenden Vereinbarungen einverstanden, bla bla bla. Bei allen schwerwiegenden Verletzungen, Verstümmelungen, Vergiftungen, Verbrennungen, Hautausschlägen, Läsuren, bla 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 und so weiter und so weiter, erkläre mich hiermit einverstanden, als Angestellter der Black Mesa-Anlage auf alle Rechte und Ansprüche zu verzichten. Okay, sehr gut. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, gehen Sie bitte durch diese Tür, um Ihr Training zu beginnen.
Ihnen. Die Holo-Assistentin wird Ihnen auf dem Weg durch den Trainingskurs Anweisungen geben. Wir beobachten an verschiedenen Punkten, welche Fortschritte Sie machen. Dann ist ja alles klar. Sie können anfangen, Gordon. Wenn ich noch einmal mit diesem Zug fahren muss, dann werde ich... Sollten Sie jetzt nicht eigentlich unter dem Fass liegen? Sollten Sie jetzt nicht unter dem Testraum sein? Entschuldigung, aber ich glaube, die Xena-Konferenz findet den Gang runter und dann links statt.